Ich war noch niemals in Kristall. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, kann ich gar nicht glauben. Ich war tatsächlich mit dem Account hier noch nie in der Kristallliga. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das mache ich eigentlich so mit Rathaus 6 schon mal klar oder Rathaus 7, Rathaus 8 so circa. Aber dem wollen wir heute mal Abhilfe schaffen. Also, wir wollen nach Kristall rein und wer denn das nette Lied vom Anfang kennt, könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, wer das denn auch mal gesungen hat. Aber ich habe natürlich ein bisschen eine nette Armee vorbereitet für heute, denn wir sind ja aktuell in der Lava-Lawine und dementsprechend bilde ich heute oder habe ich heute mal ein bisschen ausgebildet mit meinem kleinen Rathaus 9er, also mit dem Tote ist mein kleinstes Rathaus 9, 10er King und Elva Queen, die habe ich heute Morgen noch mal ein bisschen geschubst mit so einem komischen Trank hier, mit dem hier, damit ich jetzt heute auch in der Aufnahme die hätte, aber ich hätte sie jetzt eh gegammt. Also gehen wir mal rein in die Suche und mal gucken, was wir da finden können. Denn mit der Armee kann ich eigentlich ganz gut angreifen. Allerdings kann ich euch sagen, geht das mit 30er Helden oder auch 20er Helden schon, geht das ein bisschen geschmeidiger. Deswegen bin ich mir nie sicher, was nehme ich eigentlich in die Clanburg rein. Der hier rusht auf jeden Fall, weil er jetzt schon sein Rathaus hier macht. Und er hat fast so eine ähnliche Konstellation wie ich und geht jetzt schon auf Rathaus 10. Macht das nicht, Leute, macht das nicht. Ihr werdet sehen, was jetzt passiert. Den nehmen wir nämlich auseinander, obwohl ein Queen Charge mit so kleinen Helden. Ist egal. Wir machen das mal. Wir machen das mal und so, ja, es ist jetzt nicht so dolle, mit so einer kleinen Queen hier so ein Charge zu machen, aber kann man mal machen. Und ich muss jetzt mal gucken, wo ich denn hier eigentlich so ganz eben mit dem Mauerbrecher reinkomme. Ah, da, nein. Okay, Queen, du musst da reingehen. Das wäre nicht schlecht. Dann können wir hier schon mal, glaube ich, das Lager da wegmachen, beziehungsweise die Kaserne, denn da gehen in jedem Fall, sonst geht meine Queen rutscht die nach dahin aus. Wir nehmen die jetzt mal hier in. Naja, okay, jetzt haben wir ein ganz großes Loch aufgemacht. Da haben wir eine Bombe ausgelöst und wir sind fast in die Mitte gekommen. Wir springen hier mal. Wir springen hier mal und jetzt muss ich mal gucken. Clanburg kommt da erstmal nicht. Dann können wir die Queen macht jetzt die gegnerische Queen. Schafft meine Queen das? Ich habe jetzt meinen einzigen Zauber jetzt schon verballert. Das sieht aber ganz gut aus. Und so wie ich das sehe, kommt da auch keine Clanburg raus. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir hier ein bisschen weiter funneln können. Nicht, dass die gleich rausrennt hier. Also nehmen wir hier mal den King zur Hilfe. Und meine Queen darf aber jetzt nicht sterben. Das macht sie jetzt auch nicht. Die gehen jetzt nach da. Und dann nehmen wir hier jetzt schon mal unsere Hunde mit rein. Ich habe jetzt ein paar Loons in der Clanburg. Das ist nicht schlecht an der Stelle, denn die sind Max Level. Die sind Maxed hier. Und dann können wir hier oben schon mal etwas machen. Aber ich muss jetzt auch wieder gegen den Feger hier. Ne? Muss ich jetzt wieder gegen den Feger. Okay, die giften wir da ganz, ganz schnell weg. Hier nehmen wir noch einmal den hier, einmal den hier. Und dann sieht das noch ganz gut aus. Da ist noch ein Lava-Hund am Leben. Aber wir müssen noch einmal komplett durch die Ecke hier durch. Also komplett da hinten einmal durch. Und das sieht aber ganz gut aus. Allerdings ist jetzt auch meine Tanks sind jetzt schon weg. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Also so kann man es ganz gut machen. Und wie gesagt, der Kollege hat ja ein bisschen gerusht. Die Skellies nehme ich jetzt noch mal raus hier an der Stelle, denn die stören mich jetzt doch, beziehungsweise die sollen meine Loons da nicht aufknabbern, denn ich habe im Moment da hinten nichts in der Luft, was die wegmachen kann. Und ich glaube, so haben wir es ganz gut gemacht. Also weit über 3000 Dunkles hier mit dieser Truppe, also wirklich kleinen Helden. Nur ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Und was mir natürlich wirklich gut gefällt, ist der Loot, gar keine Frage. Denn ich kann mit Thorsten einfach, mit Toto einfach alles gebrauchen. Mit dem könnt ihr eigentlich Tag und Nacht farmen und es würde nicht reichen. Aber irgendwann sind die Bauarbeiter auch weg und ich habe gleich wieder meine Helden. Das ist schon mal cool, dass ich die gleich habe. Dann kann ich gleich weitermachen. Also mit dieser Konstellation, denke ich mal, sind die Loons ganz gut oder auch ein Lava-Hund ganz gut in der Clanburg. Boah, das ist cool. Das ist sehr cool. Und 34 Pokale auf jeden Fall gemacht. Wir kommen der Sache immer näher hier, Kristall. Sehr nett. Ihr seht das hier, 1099 brauchen wir. Und ich glaube, die nehmen wir ruhig noch mal nach. Oder aber wir nehmen die Armee, die wir jetzt haben und nehmen mal anstelle
das machen wir auch so. Wir nehmen mal anstelle der Bola, nehmen wir mal anstelle der Bola, nehmen wir Loons mit rein. Ich gucke mal gerade, 14 hatte ich hier ausgebildet. 5 von denen. 11 Magier, okay. 11 Stück. Und 2, 1, 2. Und der Rest ist auch nochmal 1, 2. 1, 2. Achso, und ein Golem. Ich habe einen Golem vergessen. Warte mal, ich habe einen Golem. Ich habe einen Golem vergessen. Wieso passt denn das hier? Wieso passt das hier nicht? So. Dann machen wir das so. Und 1, 2. Zauber nehmen wir mit. Einmal den, einmal einen Sprung. Ein Gift und 4 von denen. Und jetzt, dann machen wir das mal so, dass wir einmal diese Truppe hier mit Bola nehmen, würde ich sagen. Und danach nehmen wir sie nochmal mit Loons. Denn so haben wir auch mal so den Unterschied, was so eine Truppe angeht, gerade weil meine Helden halt noch so low sind. Und mit Bola habe ich immer so das Gefühl, geht es ein bisschen tiefer in die Base rein. Die machen dann ja doch schon ganz netten Schaden. Nur mit Golem, King, Queen und den paar Magiern weiß ich nicht so genau. Aber ich lasse mir jetzt eben mal Truppen spenden und dann sehen wir mal zu, dass wir hier uns die, ich glaube, es sind 250 Gems, die man bekommt, wenn man in die Kristallliga aufsteigt. Aufsteigt ist gut. Klammbuch voll und dann kann es wieder weitergehen. Was mir ist eben aber was aufgefallen beim Angriff, denn mein Sprungzauber ist erst auf Level 1, der levelt jetzt gerade auf Level 2, also der ist in jedem Fall must have auf Level 2, denn meine Queen, ich habe mir das Stück Video jetzt schon angeschaut, hat den Sprung gar nicht genommen. Der war nämlich schon wieder ausgelaufen. Der läuft dann nämlich aus. Und ach, die ist auch wieder so einfach hier, ne? Das Dunkle da. Da können wir ruhig mal ein bisschen mehr. Können wir ruhig mal ein bisschen mehr, glaube ich, machen. Oh, Lieblingsband Base Ever. Und der ist ausgelaufen gewesen. Und deswegen, Essig, ist sie nicht mehr gesprungen. Habe ich jetzt im Nachgang gesehen. Oh, Gerätspiel und Server sind nicht synchron. Oh, gleich drei Sachen. Alter Falter. Ja. Hier müssen wir nochmal rein hier. Schneide ich jetzt auch nicht raus, ist unnötig, würde ich sagen. Und aber die Suche, glaube ich, die kann ich euch rausschneiden, oder? Oh ja, hat doch ein bisschen gedauert jetzt, aber ich habe jetzt einen gefunden, 3-3. Der passt mir eigentlich nicht. Eigentlich nehme ich so eine Base gerne von da oben mit. Das Doofe ist nur, hier unten sind beide Helden und da ist ein Loch. Und da ist ein Loch in der Base, beziehungsweise hat da unten irgendwie kein Mauerstück mehr gefunden für sich. Wie können wir das am besten machen? Da kriegen wir keinen Beschuss. Da beim Bogenschützenturm, da bekommen wir so ein bisschen Beschuss. Wisst ihr was? Wir machen hier den Harakiri. So. Wir nehmen das mal so. Und da hat der Minenwerfer schon mal einmal geschossen. Queen hier mit rein. Meine Mauerbrecher sind da in jedem Fall durch. Dann können wir, glaube ich, da hinten mal springen. So, dann machen wir das einmal so. Die gehen jetzt hoffentlich gleich mit rein. Komm, mach das Lager da weg. Jawohl. Die gehen mit rein und ich habe mein King. Ach nein, die gehen nicht mit rein. Und ich habe mein King da vergessen. Ey, tolle Wurst. Ach. Und wieder keinen Sprung genutzt da. Scheiße, nee. Meine Herren. Jetzt kriege ich wahrscheinlich noch nicht mal eine Luftabwehr hier. Guck mal, wo meine Queen rumeiert. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Ich kriege jetzt keine einzige Luftabwehr. Die Bola waren jetzt so unnötig. So unnötig, wie man Bola nur unnötig finden kann. Egal, dann müssen wir hier jetzt durch und dann müssen wir hier jetzt auf die Luftabwehr gehen. Wir müssen da auf die Luftabwehr gehen. Wir gehen einmal da und einmal da. Da haben wir jetzt wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz viele Feger gegen uns, wie fast immer. Aber mal gucken, ob wir nicht noch hier und da so ein bisschen Loot mitnehmen. Wenigstens so ein bisschen. Ah, die sind jetzt wieder so langsam da. Komm. Da ist der Feger, mach den weg. Macht den Fehler weg, dass da oben meine Loons gehen, aber das ist ein bisschen zu wenig da oben, okay. Das ist ein bisschen wenig, kriegen wir wenigstens noch den Stern her, jawohl, den einen Stern haben wir. Der war jetzt echt Mist, der war wirklich mal Mist und hier oben nehmen wir die Bauhütte noch mit. Für 70% werden das auch nicht mehr, okay. Ach, schillig, ey. Ach, und jetzt kriegen wir den dicken Topf auch nicht, ja, okay. Ach, die gehen auf den... Naja, die gehen auf die Kanone. Das war jetzt nicht gut. Der war blöde. Na, egal. Immerhin den einen Stern und ein paar Pokale. 58%. Wenn das jetzt weg ist, laufen die weiter oder gehen die durch die Mauer? Nee. Die laufen immer weiter zum nächsten Ort der Begierde. Leider.
Schade auch, aber ich denke mal, da wäre dann der Tesla auch dran gewesen. Oder der Bogenschützenturm, ah, der war nicht so gut. Der war wirklich mittelmäßig. Also das war jetzt nicht so pralle. Aber ich nehme die trotzdem nochmal mit rein, denn wir haben hier immerhin schon zwei Stück jetzt drin. Dann nehmen wir mal so einen Pudertrank hier, einmal den benutzen. Und dann können wir hier trotzdem noch ein paar Pokale haben wir ja gemacht. Aber 15 Pokale fehlen noch, die machen wir in jedem Fall. Und hier nehmen wir als nächstes, nehmen wir wieder Bowler. Ne, wir nehmen hier Loons, aber ihr habt ja gesehen, aber auch so richtig gut war das mit den Bowlern jetzt auch nicht. Die sind dann komplett außenrum, da kannst du die dann auch knicken. Und dann spende ich mir mal gerade ein paar Truppen selber. Wir recken eben die Helden, das dauert jetzt ja nicht so lange. Und machen dann noch ein wenig weiter. Ich guck mal gerade Loons für den Toto. 6 Stück, jawohl. Passt so, ich habe auch nichts gegiftet. Ich hätte auch mal wieder die Helden giften können. Habe ich an der Stelle auch nicht gemacht. Naja, kurzer Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was für eine Base und was für Loot. Alter Falter. Und der ist immer noch am Pumpen. Was macht denn der? Wofür pumpt denn der? Alt, ach, so kleine Helden hier. 13. Okay. Das sind die typischen Rathaus 9er, die auch immer gerne bei uns in den Clan kommen. Ich bin Max Rathaus 9, aber meine Helden, die sind nicht mal 15, genau. Die sind nicht mal 15 und die nehmen wir hier mit, die Base in jedem Fall. Da geben wir jetzt mal alles. Allerdings haben wir jetzt auch wieder, jetzt haben wir auch Loons hier drin. Okay, erstmal hier hinten den hier und einmal das Teil. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich hatte eben schon Gegner, allerdings hat mir irgendwie der Golem gefehlt. Okay, dann hauen wir hier rein. Gehen wir hier rein. Und haben hier ein paar Magier. Wir nehmen hier den King gleich rein. Für die Queen an der Stelle. Und das müssen die da wegmachen. Jawohl. Das sieht noch ganz gut aus. Und da könnten die jetzt springen. Meine Queen ist jetzt noch da. Die könnte allerdings... Oh, die kriegt jetzt schon Beschuss. Meine Queen bekommt jetzt schon Beschuss. Wofür habe ich denn eigentlich den Wut dabei? Alter Falter, meine Helden. Habt ihr gesehen? Okay, meine ganz Kleinen sind da noch eben reingefallen. Und, aber Leute, mit so einer kleinen Queen, da kannst du echt nicht viel machen. Aber mal gucken. Mal sehen, ob wir nicht doch noch ein bisschen was machen können hier. Und zwar ein wenig, gegen die Feger. Toto. Gegen die Feger jetzt schon wieder. Und zwar gegen nicht wenige. Gegen nicht wenige und komm, ihr müsst dagegen ankämpfen. Kommt Leute, stinkt dagegen an. Ei, nein, die schaffen das da nicht. Scheiße, die schaffen die Luftabwehr da nicht. Aber wir kriegen das Dunkel. Da hinten wird geknabbert. Und wo können wir denn eigentlich noch mit unseren Magiern was machen? Ah, das Knabbern hat nicht ganz gereicht. Aber ich glaube, wir haben den ganz gut abgeräumt. Wir kriegen in jedem Fall... Ah, scheiße, wir kriegen das Dunkel, glaube ich, nicht mehr. Ei, das ist Mist. Ich glaube, wir kriegen das Dunkle nicht mehr. Mal sehen, wie viele Welpen da jetzt noch hinfliegen. Aber hier hinten, ich glaube, das meiste ist sowieso in dem Bohrer drin und nicht im Lager. Aber wir kriegen das Rathaus, alter Falter. Der hat aber mal richtig Loot gehabt. Auch ein paar Pokale. Allerdings haben wir jetzt erst einen Stern. Zwei Sterne machen wir wohl. Und dann haben wir hier hinten noch einen Welpen. Da haben wir jetzt die. Die fliegen jetzt da in die Mitte und auch wieder gegen den Feger. Ah, okay. Da kannst du nichts machen. Da ist jetzt natürlich der Tesla... Und dann sind die hier weg. 40 Sekunden noch. Den cutte ich euch. Glaube ich, die Sekunden brauchen wir jetzt nicht runterwarten. Das schneide ich euch einfach mal raus. Aber wir haben ganz netten, denke ich mal, ganz, ganz netten Loot mitgenommen. Und immer noch, ich kriege immer noch keinen Dunkelbonus. Ich glaube, Dunkelbonus gibt es jetzt erst ab Kristall. Das haben wir in jedem Fall erreicht. Wir bauen die mal noch fix nach, weil ich hier noch ein bisschen Boost habe. Und ihr seht's. Ich habe jetzt einen Erfolg, ich habe genau 2001 und muss aber sagen, dass von den Liga-Zeichen her, ich bin endlich Kristall 3, Alter, viel zu lange, aber jetzt kriege ich Dunkles in jedem Fall hier, aber ich muss sagen, von den Liga-Zeichen gefällt mir das vom Champion am besten, denn das ist das Einzige, was so ein bisschen animiert ist, es mit dem Feuer dort in dem Maul und alle anderen sind ja eher steif. Und also die tun sich gar nichts. Okay, Titan ist noch so ein bisschen so ein Lichtchen, glaube ich, rum, so wie ich das sehe. Aber so der Rest ist eher unbeweglich. Und ich glaube, Legende haben sie hier gleich ganz weggelassen. Ist eh ein langweiliges Zeichen.
Also das Ding haben wir hier in Sack und die, das solltet ihr in jedem Fall auch mal machen. Also tritt der Kristallliga bei endlich. So, jetzt geht es dabei, in die Meisterliga reinzugehen. Könnt ihr mir mal unten reinschreiben, ob ich das mit dem Account jetzt schon machen sollte oder eher später, wenn wir ein bisschen größere Helden haben. Ich muss ja noch ziemlich viel machen mit dem Account. Aber die 1000 Gems und danach gibt es ja für Champion auch nochmal 2000 Gems. Möchte ich mir nicht entgehen lassen. Was ich mir auch nicht entgehen lassen wollte, ich muss jetzt unbedingt den Sprung auf 2 haben. Damit habe ich jetzt den Sprung auf 2 und ich ziehe mir die Heiler jetzt als nächstes auf 4 hoch, danach den Packer, so ein bisschen so, das ist mein Plan, um mal so einen Packer-Walk zu machen, also Packer-Walk mit den Heilern, denn meine Hogs habe ich schon auf Level 5, die habe ich, die sind heute Morgen oder gestern oder so fertig geworden, ihr habt ja gerade gesehen, den Heil hatte ich auch dann heute Morgen schon angestoßen, also so geht das hier weiter, wir sind endlich in der Kristallliga. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen hier. Auch mal wieder so ein kleiner Truppenvorschlag. Also auch das könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Loons oder Bowler rein oder eher Base unabhängig. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Im CK nehme ich eigentlich immer die Bowler ganz gerne mit und ziehe die den Loons vor. Bei den etwas größeren Rathaus-9ern reichen mir die Helden mit 4-5 Magiern. Aber jetzt mit den kleinen Accounts hier, glaube ich, ist es immer ganz gut, wenn man ein paar Bowler dabei hat, um ein bisschen tiefer in die Base reinzukommen. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich muss jetzt immer gegen die Luftabwehren ankämpfen. Aber haben wir ganz gut gemacht, glaube ich. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Da ist das. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in frischen Folgen wieder. Bis dahin, euer Toto. Gleich.